Thema heute: Angst vor der Schermaschine. Die Besitzerin dieses Pferdes kam zu uns aufs Trickers Training Center auf eine Intensivwoche. Unter anderem war das Thema, die Angst vor der Schermaschine in den Griff zu bekommen. Da ich keine eigene Schermaschine habe, habe ich die Massagegun genommen, denn es geht eigentlich nur um das Gefühl und das Geräusch von einer Maschine auf dem Körper des Pferdes. Ihr seht, das Pferd hat wirklich panische Angst davor, es zittert am ganzen Körper und hier muss man dann auch wirklich sachte und vorsichtig sein, denn es geht wahnsinnig schnell, dass sie mit dem Hinterbein einen in den eigenen Körper treten. Hier sieht man das Zittern am Körper nun wirklich stark, dabei ist die Massagegun noch gar nicht eingeschalten und berührt noch überhaupt nicht seinen Körper. Ich möchte nochmal betonen, wie wichtig es ist, hier vorsichtig zu sein, denn Pferde in der Panik können wahnsinnig schnell mit dem Hinterbein kicken und auch mit den Vorderbeinen nach einem schlagen. Wir haben das Pferd hier natürlich an einer Sicherheitsverbindung angebunden, dass, falls er sich losreißen würde, auf keinen Fall irgendwo hängen würde, sondern das Seil wirklich auch nachgibt. Jetzt seht ihr mich mit dem Pferd arbeiten, das war schon in den ersten 1-2 Minuten. Ihr seht, er hat sich schon sehr schnell dazu entschlossen, doch etwas ruhiger zu sein. Wenn er sich gut entspannt, kriegt er natürlich auch einen Keks von mir. Und ich verwende auch für die ersten Übungen so einen sehr, sehr weichen, speziellen Aufsatz, der sehr angenehm ist, auch wenn er mal auf eine knöcherne Struktur stößt. Es ist kaum zu glauben, aber das sind tatsächlich wirklich die ersten Aufnahmen, denn es geht oft einfach darum, dass die Person, die das macht, das sehr ruhig macht. Hier erkläre ich der Besitzerin auch, warum er jetzt bei mir ruhiger ist, warum er sich das hier besser gefallen lässt. Und ihr seht, die Haut bewegt sich sehr stark bei ihm, wenn ich ihn damit massiere. Auch wenn ich immer wieder weggehe und neu auf ihn zugehe, er entspannt sich, er kaut auch hier die ersten Male auch ab. Sogar der Rücken klappte dann mit der Zeit relativ gut und wir konnten zum Schluss sogar seinen Hintern massieren. Hier seht ihr die überglückliche Besitzerin, wie sie auch jetzt den Po von diesem Pferd massiert. Es hat also nicht lange gedauert, dann konnte die Besitzerin diese Technik und diese Ruhe von Tricky Horse übernehmen und das Pferd jetzt am ganzen Körper massieren. Es ging der Hals, der Rumpf, der Brustbereich, der Rücken, die Beine und der ganze Po. Ihr seht also, mit der richtigen Technik und dem richtigen Know-how kann man ein Pferd wahnsinnig schnell dazu bringen, mitzuarbeiten und sich auf die Situation einzulassen. Ihr seht hier das Massieren des Brustbeins, das war für ihn eine ganz eine heikle Situation und ganz ein wichtiges Thema. Und wenn man sich bedenkt, wie er am Anfang auf die Massagegun reagiert hat, ist die Reaktion jetzt wirklich wunderschön. Es hat nicht lang gedauert, insgesamt waren wir dann 20 Minuten an dem Pferd. Das heißt, das sind die letzten Szenen von ca. 20 Minuten Arbeit, wo auch die Besitzerin schon wirklich schön am Brustbein massieren konnte. Es ist wichtig, immer wieder dazwischen und auch am Ende eine gute Zeit einzuplanen, in der das Pferd einfach mal das Gelernte und das Gefühlte verarbeiten kann. Hier seht ihr, dass er seinen Kopf zwar noch sehr weit oben trägt, aber er sich selber schon immer schöner in die Entspannung führt. Wir haben ihn danach dann aufs Paddock rausgelassen und am Paddock ging dann das Gähnen so richtig los. In seinem Safe Place, wo er sich sicher fühlte, da konnte er dann so richtig loslassen. Die Kopf-Hals-Position veränderte sich, er wurde richtig weich und auch die Brust war danach sehr schön weich und entspannt. Wenn du auch lernen möchtest, wie du ein Pferd in die Entspannung bringst und die Angst vor Schermaschinen, Hufschmied, Tierarzt und Co. nehmen kannst, dann komm ins Trickers Training Center mit deinem Pferd auf eine Intensivwoche oder buch eine Privatstunde bei uns. Wir freuen uns auf deine Anfrage.